Jetzt Bauer Call. Hallo liebe Freunde von regionalen Rundfunkanstalten, hier ist wieder euer Bauer Call. Und wie ihr da oben richtig lesen konntet, hier ist doch jetzt mal Schluss. Am 8. Mai ist Tag der Befreiung. Übrigens, den haben wir 1985 zum 40-Jährigen, haben wir den sogar als Feiertag damals im Osten gehabt. Das ist also was, was uns irgendwie mit einem angenehmen Gefühl der inneren, ihr wisst schon, verbunden ist. Und jetzt? Jetzt würden wir ja sagen, Tag der Befreiung nicht vom Feind, sondern aus heutiger Sicht durch den Feind. Wie soll man damit noch klarkommen? Das versteht doch gar keiner mehr. Die ganzen Kriegswahnsinnigen, die wollen immer mehr Waffen in die Ukraine fahren für den Frieden. Hatten wir das nicht damals bei den Pazifisten? So nach dem Motto, das darf nie passieren, weil der Frieden unsicher war. Riskierten wir den Krieg oder begannen wir den Krieg? Ich komme da ehrlich gesagt nicht mehr mit. Wie hieß er noch, dieser lupenreine Demokrat? Stalin, der hat damals gesagt, Deutschland, ja, das ist nicht Hitler. Die Deutschen, das ist nicht Hitler. Da müssten wir doch jetzt eigentlich die Kraft auch haben, Russland zu sagen, die Russen, das ist nicht Putin. Ich glaube, wir manövrieren uns da ganz schön in eine Sackgasse. Aber zum Glück, mir fragt ja keiner. Trotzdem ein schönes Wochenende. Das war unser Held vom Feld. Bauer Calls etwas anderer Wochenrückblick.